Guten Tag, meine Damen und Herren. Zunehmend mehr Schweizer Journalisten und Wissenschaftler äußern Zweifel am Hergang der Attentate vom 11. September 2001. Die renommierte Schriftstellerin Maya Beutler sagte, die Anschläge auf das World Trade Center seien mit einer Präzision ausgeführt worden, wie man sie eigentlich nur dem israelischen Geheimdienst Mossad oder der CIA zutrauen könnte. Auch einer der bekanntesten Journalisten der Schweiz, Roland Charneret, äußerte sich auf der Plattform 9/11 untersuchen. Zu viele Tatsachen seien wackelig und viele Erklärungen unglaubwürdig. Der Schweizer Unternehmensberater Klaus Stölker ist der Auffassung, die Anschläge seien möglicherweise mit Wissen der US-Regierung durchgeführt worden, während der Herausgeber der Zeitschrift Zeitpunkt, Pfluger, davon ausgeht, dass die Türme gesprengt worden sind. Es gebe keine andere physikalische Erklärung, da die Temperatur eines Kerosinfeuers unter dem Schmelzpunkt für Stahl läge.